Einen wunderschönen hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis. Willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, in diesem Video nehme ich euch mal durch den Tag, was wir so machen, was wir so nicht machen, wie das Leben am Limit aussieht. Dann könnt ihr mir auch noch zuschauen im späteren Verlauf des Videos, ja, wie ich an den Märkten, an den Finanzmärkten, mein Unwesen treibe. Wir hatten ja heute ein neues Allzeithoch im Nasdaq gehabt und im S&P 500. Da seht ihr mich dann mit meinem Konto rumzaubern. Und war ein durchwachsener Tag mit ein paar Auf und Abs, aber das werdet ihr dann in dem Video sehen. Ich nehme euch mit vom aus dem Bett und nicht wieder mit ins Bett, aber ich nehme euch auf jeden Fall komplett mit durch den Tag. Also seid gespannt und bleibt dran. Morning in the morning. Ja, wir haben 6.30 Uhr. Und die schläft noch. Aber. Also stehen wir mal lieber auf. Die ist eben erst wieder eingeschlafen. Wir waren ja auch schon mal ein bisschen wach. ich bin ein bisschen verballert. Ja, genau. Jutti, jutti. Erstmal ein Käffchen, wa? Direkt erstmal die Heizung anmachen. Und das Maschinchen an. Ja, wie das halt so ist hier morgens, ne? Mal hier ein Käffchen zaubern. Wir waren ja auch wieder in der Nacht auf. Also wie jede Nacht quasi. Und so ist das halt eben. Mit der kleinen Maus. Wir waren irgendwie um 5, um 3 glaube ich. Um 3 waren wir auf. Ja. Machst du nichts, ne? Ja, aber so ist halt nun mal, ne? Ja, erstmal die Maschine hier anhauen und schauen wir mal nach den Tieren. Was die Stinker so machen. Ja, und dann. Ich denke mal, mein Zimmer ist dann auch ordentlich warm, 30 Grad. dann geht's weiter, ne, würde ich sagen. Kleine Maus war halt, ja, die hat halt nachts Hunger. Ich glaube um 2 oder was. Oder um 2:30. Auf jeden Fall war ich, ja, so um kurz vor 5 wach, 5. Dann hat meine Frau ihr Fläschchen gemacht. Dummerweise sie auch Windel gewechselt. Und Windel wechseln nachts bei einem Baby ist nie so eine tolle Idee. Weil dann schlafen die nämlich nicht mehr ein. Ja, Maschine läuft. Also gehen wir mal schauen, was es hier draußen so gibt. Pünktlich zum Erwähnen. Ja, die haben gestern hier mal geschnitten. Oh, eine Lampe ist kaputt. Sehr, 2 sind kaputt. Ja, wunderbar. Kann der Elektriker dann direkt mal wieder kommen. Der war, glaube ich, vorgestern da. Meine LEDs oben. Wir hatten irgendwie Stromausfall, keine Ahnung, oder Gewitter. Und war die Hälfte nicht mehr so fit. Gnädin, Chica. Gnädin, hallo. Schnell, Cousin.
Hallo Shakir. Hallo Shakir. Chanel Bibi. Bist du noch am Schlafen? Hä? Ja, gelb aber ja. Gelb küssen. Gelb. Da kommt sie ja, die Maus. Genau den Schatz. Genau den Baba, wird schon quer. Taschekulär. Genau den mein Baby. Ja. Geht's euch gut? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, morgens mal Hallo sagen immer. Die sind schon aktiv, wie ihr hört. Und ja, gucken wir mal, ob der Kaffee fertig ist. Und dann schaffe Häuslebauer. Oder wie sagt man? Naja, ihr Holzköpfe. So, wir haben jetzt 8:45. Springen wir schnell unter die Dusche und dann wecke ich mal die Frauen. Ja Leute, total unspektakulär, so sehen Montag bis Sonntag sieht das halt aus. Immer der gleiche Ablauf, also wie ein Uhrwerk. Gnaden. Wie ist denn der? Der Papa dich geweckt, ne? Ja, Schatz. Soll der Papa dir noch was zu essen machen? Hm? Ja? Ja, so ist es. Nach dem Morgen geht's dann ab zu den. Ja. Geht's dann ab ins Bett, ein bisschen kuscheln und damit gefrühstückt. Wie die einfach radikal weiter pennt. Ja. Das ist das Leben am Limit. Du musst aufstehen. Ha. Frau, was möchtest du essen? Brötchen, Brot? Ha? Brötchen, Brot, Zimit, Börek? Alles? Nummer 1, Brötchen. Meinst du, ich krieg welche? Wir werden sehen. Kind, du kannst ja noch kein Brötchen essen, ne? Macht der Papa dir eine Flasche nachher, ja? Ja? Ja, Mama. Du hast das beste Leben, du weißt es nur noch nicht, ne? Ja, chillig. Ja. Hand vor dem Mund. So, dann gucken wir mal, dass wir mal schnell was zum Frühstücken holen. Ja, also lieber irgendwie hier als irgendwie bei 0 Grad in Köln. Da kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, hier so Auto kratzen oder irgendwie sowas. Ne, lass mal stecken, ey. Ja. Ja, eigentlich total unspektakulär. Was ist denn für ein Scheißköter? Wem ist der denn? Ja, eigentlich total das Rentner-Dasein, wenn man so will. Aber gut, okay. Passt schon. Wir haben eigentlich heute schönes Wetter, muss man sagen. Also um 10 vor 10, ja, das schaffe ich nicht. Okay, dann hat sich die EU-Session auch wieder erledigt. Macht aber nichts. Macht nichts. Cash Open ist mir viel lieber. 17:30. Müssen mal gucken, was heute ansteht. Ich weiß gar nicht, was heute ansteht. Ach, schaut mal.
Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Traum. Immer wieder schön. Ja, ich warte jetzt noch, bis die Brote fertig haben. Ich nehme mal das und Zimt und so weiter. Heute war mal Premiere. Ich habe wirklich das bekommen, was ich bestellt habe. Ja, normalerweise sage ich dann zwei Brötchen, dann kriege ich gar kein Brötchen oder nur eins. Und dann fragen die immer wieder nach. Immer, ja, wie viel? Zwei, okay. Und dann, keine Ahnung, das und das Brot. Welches Brot? Das soll ich schneiden. Ich sage jeden Tag immer dasselbe, immer dasselbe. Ne, oder dann ein bisschen mit oder so. Ne? Kastane, Bier. Ne? Und das ist so nervig, so anstrengend. Ich meine, das sind Luxusprobleme, aber ich sag mal so, ich habe ja auch Geschäfte gehabt. Wenn ich da in diesen Laden komme, seit anderthalb Jahren, jeden Morgen, an sieben Tagen in der Woche, außer die Tage, wo wir draußen sind, draußen essen morgens, was auch ein paar Mal vorkommt, es ist nicht zu viel verlangt, sich zu merken, was die Leute wollen. Also geschnitten. Ich sage immer, immer. Ne? Herr Sammann. Jedes Mal. Die merken sich das nicht. Die schalten ihr Hirn aus. Das ist wie bei Meckes. Ich krieg ein Sparmenü, weiß ich nicht, Nummer 4. Getränk, Cola, Mayo, sonst nichts zu mitnehmen. Alle Informationen. Groß, Maxi oder Spar? Was für ein Getränk? Habe ich gesagt, Cola. Ketchup oder Mayo? Habe ich gesagt, Mayo. Hier erst mal mitnehmen. Habe ich gesagt, ich nehme es mit. Ja, dieses Hirn ausschalten, das geht mir so auf den Sack. Wirklich, das ist, boah. Der Mindestlohn ist noch zu viel, echt. Die ist schon wieder hier, die ist schon wieder am Essen. So. Arkem. Ja, die darf vor uns essen, ne? So ist das halt. Die ist sowieso, die ist voll verfressen. Die ist wirklich voll verfressen. Unnormal, ja, aber ist ja noch im Wachstum, ne? So, was haben wir bekommen? Heiße Brötchen. Ein Zimt. Tue ich mal hier hin. Und so ein Körnerbrot. Ich glaube, das ist Vollkorn, irgendwas. Keine Ahnung, auf jeden Fall so mit Körnern. 34 Lira, 1,10 € oder sowas. Ich glaube, in Deutschland kriegt man nicht mal für 1 € ein Zimt oder so. Brötchen auch nicht. Und Brot schon mal gar nicht. Hauptsache, der Nastic hat gestern Abend noch neues Allzeithoch gemacht. Fast die 17.000 geholt. Und jetzt laufen wir in der Range. Was haben wir für eine Tick-Range? Ja, 50, 60 Ticks. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock, sowas zu handeln. Naja, das machen wir nicht. Das ist Blödsinn. Haben wir irgendwas Newsmäßiges, was heute noch so ansteht? Heute Abend. EZB, Verbraucherpreis, bla bla. Baugenehmigung haben wir heute in 6 Stunden. Oh, 3-Sterne-News. Das ist gut. Das ist gut. Ja, aber sowas, das bringt nichts. Hier vom Hoch bis zum Tief, was haben wir hier? Gut, das sind 100 Ticks. 100 Ticks, Tick-Range. Der Nasdaq baut hier, wie viele Ticks hat er aufgebaut? 3.700, das ist brutal. Ja, das heißt, ganz entspannt, warten, bis die News rauskommen um 14.30? 16.30. 16.30 bei uns in der Türkei. Das sind immer die deutschen Zeiten. Und dann das Cash Open um 17.30. Ja. Und dann gucken wir mal, ne? Ich brauche Volatilität, also das da bringt nichts. Das ist so, da tun wir mal frühstücken, würde ich sagen, wa? Die hat das beste Leben. Um 11:30 chillt die. Ja, tun wir mal eine Runde frühstücken. Würde ich sagen. Ja, manchmal komme ich mir vor wie so ein Rentner, oder Frau?
Seit 8 Jahren? Nein, 7 Jahren. 7. Nicht 8. Ich bin noch kein Rentner, aber ich fühle mich so. Ich werde auch immer älter. Und grauer, glaube ich. Wenn man vom Teufel spricht. Der grinst. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen was einkaufen. Pack mal die Kleine mal an. So, es geht los. Ja. Wir haben den BK neu gemacht, gehen eigentlich hier immer im Big Chefs. Cappuccino ist gut, Essen ist wirklich mega, nicht so die Standardsachen, sondern ein bisschen vernünftiger alles. Ja, sieht kalt aus, ist es aber gar nicht, wir haben 21 Grad. Meine Frau war jetzt ein bisschen was einkaufen, oder Frau? Ich habe hier ein bisschen Kaffee getrunken und ja. So sieht's aus. So, Frau schon wieder am Auto. Dann gehen wir auch mal aus dem Auto und dann geht es nach Hause. Home sweet home, würde ich sagen. Da ist die Prinzessin noch am Schlafen, ne? Ja, haben wohl doch 24 Grad. Schon ordentlich warm, muss man sagen. Besser zu warm als zu kalt, würde ich sagen, oder? Ja, da wären wir wieder zu Hus. Nehmen wir mal die kleine Prinzessin mit. So, 3 Uhr, haben wir noch 2 Stündchen Zeit. Ja, mal schauen, wie wir die gestalten. Hier weiter stabilisieren. Das sollte passen, der Dollar ist ins Bodenlose am Fallen, das spricht auch für Long. Ja, jetzt würde ich gerne einen besseren Einstieg kriegen, einen günstigeren. Das ist der Durchbruch, das ist der Pullback. Wenn der Pullback abgelehnt wird und der Kontext weiter Long bleibt, dann kann man das machen. Okay, ich habe jetzt hier eine Buy-Stop drüber gelegt. Fällt mir alles irgendwie nicht. Stop, ja. Okay, wir sind long drin. Ziel ist hier oben. So, jetzt wollen wir Käufer sehen. Ich habe einen Stop von 35 Ticks. So, der Dollar muss weiter runtergehen. Tut er auch hier. Der ES wird aber gehalten. Der ist ein bisschen am Allzeithoch. Aber das Delta baut eigentlich auf. Kommt kein Momentum rein. Pam, 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 pam. Ich hab's gewusst. Darauf habe ich gewartet. Auf den Pullback habe ich gewartet. Auf den Pullback. Den meinte ich. Okay.
bisschen was Tickstock, mehr geben ihm nicht. Ja, da auf diesen Pullback habe ich gewartet. Ja, da wäre jetzt eigentlich der Einstieg. Ich bin zu früh drin, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ja, gut. Ja, schauen wir mal. Ja. Ja, mal gucken, ob er uns jetzt ausstoppt. Das sieht so aus, als wären wir jetzt ausgestoppt. Für Stop habe ich. Okay, es kommt wieder ein bisschen Kauf rein. Das wäre jetzt eigentlich der Pullback. Hier müsste der Entry sein, der Pullback abgefangen wird. Und dann mit dem Ziel hochzubrechen. Jetzt wollen wir, dass die Käufer da ordentlich halten. Sieht aber nicht so gut aus eigentlich. Könnte noch ein bisschen weiter zurück pushen. Ja, der Kaufsdruck lässt nach. Muss man sagen. Der ES, naja, da wird es auch nicht so wirklich. Wir sind jetzt unter der EMA, das ist blöd. Das ist nicht so schön jetzt. Gut. Wir nehmen den mit. Wir nehmen die 150 minus mit. Die nehmen wir uns mit, die packen wir uns ein. 155 minus, die packen wir uns ein. Gut, ist in Ordnung, ist okay, auf den Pullback habe ich gewartet. Wenn der hält, der wird dort stabilisiert eigentlich. Okay, das ist der Re-Entry. Ich gebe dem Setup jetzt noch die Chance, hier ein bisschen runter. Stop auf 30 Ticks. 30. Ja, 35 ungefähr. Ich gebe dem jetzt noch die Chance und ja. Was gegen den Trade spricht, ist der Dollar. Ja. Eine Zeitlupe. Wir haben uns auf jeden Fall stabilisiert. Ja, aber da kommt ja nichts so wirklich hin. Der Dollar baut das gerade wieder ein bisschen ab. Das ist gut. Es muss ein bisschen Kauf kommen hier. Auf jeden Fall hier unter da drunter, über der EMA sind wir. Ja, der ES ist aber am Allzeithoch. Das ist halt so ein Ding. Ne? Ja. Na komm, Momentum. Gib mal, wo sind die Käufer? Wo sind die Käufer? Wo sind die Käufer? Ist nicht normal, ja. Der ES baut. Ja, und jetzt striken wir natürlich runter. Den nehmen wir mit. Machen wir die 200 voll. Ist mir zu doof. Ist mir zu doof. Ja. Gucken, ob wir einen Switch jetzt haben oder nicht. Puh. Na, wird abgelehnt. Okay. Tja, ja. Mm.
legen meine Cell-Stop dahin. Aber echt nur einen kleinen Stop. Und legen ihn nur einen Cell-Stop hin. Jetzt wollen wir Momentum sehen. Bis zum Pivot Point, hier sind 32. Der ES hat auf jeden Fall noch mal Luft. Was mich stört, ist, dass der Dollar abbaut. Ja. Nehmen wir mit. Wir machen einen Re-Entry. Wenn er das ablehnen sollte. Wir haben unterhalb auf der 47 Liquidität liegen. Ziel, ja, machen wir mal hier. Ja, Dollar ist noch. Sind wir Long Short drin, auch ein kleiner Stop hier über die Zone. Ziel ist, ja, erstes Ziel ist hier der POC. Ja, jetzt kriegen wir natürlich wieder Druck rein. Ist okay. Ja, der Dollar gefällt mir nicht, der ES wird hier gehalten, das gefällt mir auch nicht, auf der 4800 wird er gehalten. Das ist ein bisschen blöd. Hier sehen wir, dass der gerade an der EMA hält, wenn die, wenn der Trade hier, ja, ist auch wieder 30 Ticks. Naja gut, okay, das muss auf jeden Fall mal halten. Mit dem Ziel, Delta wird negativ. Ne, der bricht nicht. Der bricht nicht durch. Das Delta ist eigentlich schön. Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen Verkauf bekommen, aber. Ja. Immer mit. So, wir sind long. Ja, das ist das, was ich meine. Ja, das war zu früh. War wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Ja. So, wir sind long. Ein Tageshoch nach dem anderen. ES macht ein neues Tageshoch. Also das Tageshoch muss eigentlich hier mal drin sein. Der Dollar geht weiter, der ballert weiter runter.
200 nehmen wir mit. Ja, war ein richtig beschissener Tag eigentlich heute. Egal. Trotzdem im Positiven abgeschlossen. Auch solche Tage gibt es. Also 1000 irgendwas wäre drin gewesen locker mit einem Kontrakt. Ich zeige euch, dass das Eigenkapital ist und nicht Demo. Ich könnte euch einfach, ich habe das jetzt in einem durchgemacht. Heute den Tag. Ich hätte das auch, wenn ich irgendwas faken wollen würde, dann hätte ich mir irgendeinen Tag ausgesucht, morgen, übermorgen, wo ich dann irgendwie 500 oder 1000 plus mache und zeige, ey, das ist so und so. Aber ihr habt jetzt gesehen, wie es scheiße laufen kann und wie man trotzdem aus der Nummer irgendwie wieder rauskommt. Also war auf jeden Fall eine Menge drin. Gehen wir mal auf meinen Broker, CQG. Ihr seht ja live. Also echt Geld. Ja. Ja. Und hier oben seht ihr dann hier die PNL von heute. Dass das Eigenkapital ist. Und ja, so sieht das Ganze aus. Und ja. Was soll man machen? Gibt auch solche Tage. Egal, auf dem Long Term, auf einem längeren Zeitraum geht sich das schon aus. Ja, passt, würde ich sagen. Ja, nachdem der Tag nicht so geil angefangen hat, mit fast 500 Minus, habe ich alles wieder reingeholt. Ich bin jetzt leicht im Plus. $55 ist jetzt nicht die Welt. Ich bin jetzt seit, ich glaube, 4 Stunden am Rechner. Ja, 4 Stunden. War ein Scheißtag eigentlich, aber gut, okay. Ja, besser als 500 minus, ne? Deswegen passt schon alles. Wir haben ja erst Dienstag, deswegen haben wir noch ein paar Tage. Auf einen langen Zeitraum muss man das sehen. Und ja, ein bisschen ärgerlich, dass ich hier 6 Ticks gemacht habe. Habe ich ja 450 liegen lassen. Und hier habe ich liegen lassen, ja, 100, ja, insgesamt 600. Gut, das war jetzt mal zum ersten Mal diese Bildschirmaufnahme mit OBS. Ich will jetzt nicht sagen, das lag daran oder so, aber der Markt war widerlich eigentlich. Allzeithoch wurde geholt, die 17.000 wurde im Nasdaq geholt. Der ES hat sich auch gut über der 4800 stabilisiert. Ja, ist immer schwierig sowas. Also schon mal ein Allzeithoch. Ne, das erste Mal, seitdem ich trade, dass ich am Allzeithoch bin. Also das miterlebe und neue Situation. Ja, was soll man sagen? Ist okay, ich bin im Plus. Genau wie gestern, wie Freitag, wie Donnerstag. Und normal ist immer so um die 500, so 300, 400, 500 wären heute auch locker drin gewesen, sogar noch mehr, wären noch locker 1000 drin gewesen. Ja gut, ist egal. Morgen ist noch ein Tag und ich würde sagen, ich habe mir jetzt mal Abendbrot verdient um 8:30, weil danach werde ich auch noch mal 2 Stündchen ein bisschen arbeiten. Und ja. So ist das halt, ne? Ja, was machst du denn? Was machst du denn?
Was meinst du denn? Ja. So, ohne Mampf, kein Kampf. Meine Frau hat gestern Reste essen. Aber, ne? Reste essen. Die Reste müssen weg. Butter Chicken. Und ja. So ist das. So ist das. Gucken wir, ob es besser schmeckt als vorher. Ja, schmeckt genauso gut wie gestern. Ja, ihr Lieben, jetzt habt ihr gesehen, wie so ein Tag aussieht. Ich werde jetzt noch zwei Stündchen was arbeiten, die Sachen auswerten, den Tagrevue passieren lassen. Nichts Spektakuläres. Ja, wie gesagt, wenn euch der Kanal gefällt, Daumen geben, Abo geben, Glöckchen nicht vergessen. Ihr könnt mir auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr so welche Vlogs, nennt man das ja, ob ihr das mögt, ob ihr das sehen wollt. Und dann werden wir das zu gegebener Zeit vielleicht nochmal machen. Und ja, ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Das werde ich dann beim Schneiden sehen. Bleibt mir gewogen. Ich wünsche einen wunderschönen Abend. Bis dann, habe ich die Ehre. Ciao, ciao, Leute.